Hallo Leute, ich bin Caroline und ich möchte euch heute was Cooles zeigen, das Qigong. Qi ist das chinesische Wort für Lebensenergie und ich werde keinen coolen Trick zeigen heute, das Gegenteil. Wir werden die Augen schließen und uns mit unserer inneren Ruhe verbinden. Und wir beginnen mit einer Einstimmung. Wir beginnen mit der Einstimmung, damit unsere Energie fließen kann und dabei spüren wir den Unterschied zwischen Bewegung und Stille. Beginnen mit die Fersen abwechselnd zu heben, die Arme schwingen, ein Hand klopft zwischen den Schultern und Ellenbogen, die andere zu den Unterrücken, ungefähr 20 Mal. Dann zwei leichte Fäuste, die vordere Hand klopft jetzt den oberen Teil in die Ecke von deiner Schulter, von deinen Lungen, auch hier 20 Mal. Dann kommen die Hände zur Seite, Handfläche nach oben, als ob ihr trägt zwei Tellen. Die Schultern sind tief, Ellenbogen rangezogen und gerne deinen Kopf weit nach hinten mitdrehen. Auch 20 Mal. Dann die Hände senken und in Abwechslungswechsel zieht ein Arm seitlich über den Kopf und spürt die Öffnung deinen Rippenbogen und dann die andere Seite. Hier auch 20 Mal. Dann bringt eure Handballen zu eurem Unterrücken oder gerne die Finger vorne, Daumen hinten und die Hüfte achtmal in eine Richtung kreisen und achtmal in die andere Richtung, als ob ihr malt ein Viereck mit euren Hüftknochen. Dann die Füße ein bisschen mehr schließen, schiebt die Hüfte zu einer Seite und der Seite mit deiner Handfläche, klopft deine Hüfte, Oberschenkel, Außenseite, ungefähr 10 Mal jede Seite. Und dann die Füße ein bisschen enger zusammenbringen. In Abwechselhieb eine Knie nach vorne, die Hände, Handfläche, innen, außen, Knie, klopfen. Auch ungefähr 10 Mal jede Seite. Dann bringt eure Handballen und gebt einen leichten Druck oberhalb von eurer Kniepartelle, wo ein bisschen mehr Muskel und Fleisch da ist. 8 Mal in eine Richtung kreisen, 8 Mal in die andere Richtung kreisen und dann 8 Mal senken und heben. Langsam danach nach oben rollen und dein Gewicht verlagern auf einen Bein. Die andere Ferse heben, deine Fußsohle heben und bitte merke nicht dein Knie oder dein Bein kreisen, deine Fußspitze, dein Sprunggelenke 8 Mal nach außen, 8 Mal nach innen und ein letztes 4 Mal nach außen. Wenn ihr mag, könnt ihr deinen Fuß senken, das Unterschied spüren und dann macht der andere Seite. Ferse heben, Fußsohle 8 Mal nach außen. 8 Mal nach innen und dann letzte 4 Mal nach außen und dein Fuß senken. Und dann als nächstes zeige ich euch diese Haltung für Qigong. Das war die Einstimmung. Man kann es gerne benutzen, dich aufzuwachen oder deine Energie in Fließen zu bringen, wenn man müde ist. Und wenn ihr das gemacht habt, seid ihr ready für Qigong.